Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schon interessantes Gekeife gewesen, was wir jetzt in den letzten Minuten erlebt haben. Ich nehme das mal als, als Bestätigung, dass wir mit unserem Antrag an sich irgendwie richtig liegen, zumindest mit dem Thema halt auch richtig liegen. Und das zeigen ja auch ganz klar nicht nur die Diskussionen, die wir im Ausschuss dazu geführt haben, sondern eben auch die große Anhörung oder das Sachverständigengespräch, was wir dazu gemacht haben. Interessant übrigens, weil es ja gerade auch darum ging, wir reden mit Betroffenen und so weiter und so fort, interessant übrigens bei diesem Sachverständigengespräch, keine Frage von Bündnis 90 Die Grünen, keine Frage von der SPD. Wolfgang Jörg hat sogar explizit nochmal gesagt, dass es keine Fragen mehr gibt. Das ist schon spannend, das ist auch einigermaßen ungewöhnlich für ein Sachverständigengespräch, weil eigentlich versucht man dann ja schon, dort mit den Experten halt in den Diskurs auch zu gehen und die Wissenslücken, die ja offenbar auch bestehen, da gegebenenfalls zu füllen. Die drei anderen Fraktionen haben das zumindest getan. Wir haben Fragen gestellt, wir haben auch Antworten bekommen, und zwar unisono nicht die Antwort, die Frau Asch vorhin dargestellt hatte, dass irgendwie alles gut ist und naja, man braucht halt einfach ein neues Kita-Gesetz, sondern vor allem die Antwort, dass die Träger mit dem Rücken an der Wand stehen. Und da ist auch der Punkt genannt worden, ja, Frau Milz hatte das eben gesagt, unser Antragstitel ist falsch. Ne? Da steht 1:58, dafür muss ich mich entschuldigen. Da muss tatsächlich drinstehen, es ist 11:55. Ja, wir sind viel zu spät. Aber womit wir die Situation natürlich nicht verbessern, ist, wenn wir das weiter auf die lange Bank schieben. Das kann man so machen. Das ist eine, wir können diese, ich sag mal, interessante Ankündigungspolitik der Landesregierung weiter fortführen. Aber den Trägern und vor allem den Kindern draußen ist natürlich nicht geholfen, wenn dann irgendwann 2019 vielleicht oder vielleicht 2020 ein neues, möglicherweise dann auch ausfinanziertes Kita-Gesetz auf den Weg gebracht wurde. Herr Zimkeit, Wahlkampfversprechen sind dann halt auch so eine Sache. Ich kann natürlich schon 7 Jahre in der Landesregierung sein und auch jetzt im Landtagswahlkampf wieder den Menschen draußen versprechen, ich möchte mich für Elternbeitragsfreiheit und so weiter und so fort einsetzen. Das ist okay. Sie haben ja uns als Piraten da ganz nah an Ihrer Seite. Wir sind ebenfalls für die Elternbeitragsfreiheit, aber für eine Fraktion, die 7 Jahre in Regierungsverantwortung war, ist das dann ein bisschen wenig, wenn man letzten Endes dann als Ergebnis ein elternbeitragsfreies Kita-Jahr auf dem Zettel stehen hat. Dann haben Sie gesprochen von einem Zerrbild Kita-Schließungen. Da habe ich gedacht, boah, jetzt kommt bestimmt was Interessantes, kam aber nicht. Sie haben nur gesagt, was Sie in den vergangenen Jahren irgendwie geleistet haben, welchen Ausbau Sie geschafft haben und so weiter und so fort. Darum geht es überhaupt nicht in dem Antrag. In dem Antrag geht es konkret um Finanzierungslücken und konkret darum, dass den Trägern draußen 2 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen sind, damit diese Lücken gedeckt werden können. Und das ist ja keine Zahl, die wir uns irgendwie hier ausgeknobelt haben. Ja, diese Zahl ist ja bewiesen, die ist wissenschaftlich schon belegt und dementsprechend umgerechnet auf das Land. Und das hat auch nichts mit einem neuen Kita-Gesetz zu tun. Das ist ein anderer Punkt, da reden wir ja morgen dann spannenderweise nochmal drüber. Aber jetzt und hier geht es tatsächlich um die Zwischenfinanzierung bis ein neues Kita-Gesetz in Kraft getreten ist. Ja, Politikverdrossenheit, Herr Zimkeit, das ist interessant. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Fühle ich mich persönlich allerdings wirklich, also da bin ich so frei von irgendwie dafür zu sorgen, dass hier rechte Parteien in den Landtag einziehen können. Mit dieser Verfahrensweise, wenn Sie draußen sagen, Sie wollen sich für Kinder einsetzen, wir kämpfen gegen Kinderarmut, lehnen dann in der letzten Plenarsitzung unseren Kindergrundsicherungsantrag ab. Wenn Sie sagen, Sie wollen die Kitas vernünftig finanzieren und werden gleich unseren Zwischenfinanzierungsantrag ablehnen, das, lieber Herr Zimkeit, das sorgt für Parteienverdrossenheit draußen bei den Menschen und das sorgt dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger das Kreuz an der falschen Stelle machen. Das wird Ihnen wehtun, weil ich weiß, dass Sie sehr engagiert in dem Bereich sind, aber leider ist das dann um Gottes Willen die Realität. Ich hatte schon gesagt, die Sachverständigen ganz klar der Meinung, diese Zwischenfinanzierung wird dringend gebraucht. Ich will noch einen Aspekt mit reingeben. In den nächsten Jahren, bis ein neues Kita-Gesetz in Kraft treten kann, werden fast 500.000 Kinder eingeschult werden. Wir werden dann wieder im Schulsystem und in den,
in den Jugendhilfesystemen danach wieder das Geld in die Hand nehmen müssen, was halt jetzt tatsächlich dann gefehlt hat, das wird deutlich teurer als die hier erwähnten 2 Milliarden Euro. Ich fordere Sie daher auf, handeln Sie jetzt, verhindern Sie Kampmanns Kita-Kollaps. Die Experten draußen schlagen Alarm. Ich habe gesagt, es ist 5 nach 12. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Ohne unsere Zwischenfinanzierung werden Kitas schließen. Das ist bekannt, das ist Fakt. Und Kinder werden in unserem Land letzten Endes keine frühkindliche Bildung genießen und landen demzufolge entsprechend auf der Straße. Das ist bitter und dagegen wollen wir vorgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Düngel. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Kampmann.